Wir sind heute im Stand am Tag der Milchwirtschaft, der wichtigste Branchentreff des Jahres, wo im ersten Teil BVM und Frau Marte ihre jährlichen Versammlungen haben. Und im zweiten Teil des Tages haben wir heute 20 Diplome überreichen in diplomierten Milchtechnologen. Ich habe mich für die Weiterbildung entschieden, weil ich einfach das Gefühl hatte, es ist wichtig, etwas im Sack zu haben, wenn man auch Wunsch nach einer Familie hat. Ja, jetzt habe ich eine Tochter, habe ein Diplom in der Hand und ich denke auch später wird es einfacher sein, einen Job zu finden. Vor allem in der Industrie, dort werden die Frauen auch sehr gut nachgenommen. Man kann natürlich nach der Lehre kann man noch andersweitig weitergehen, etwas anderes machen. Ja, und eben auch Frauen, wie soll ich sagen, jetzt eben gerade mit dem Beruf, ich sage einfach, Frauen dazu motivieren, sich weiterzubilden. Auch wenn man eine Familie machen will, ist alles möglich. Wo der Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man will, schafft man alles. Ja. Ich habe mich für die Weiterbildung zum HFP entschieden, weil es mir viel bringt, weil es mich weiterbringt. Es hilft mir, häufig zu verstehen. Häufig habe ich gelernt. Ja. Also ich habe gelernt, wenn man betriebswirtschaftlich habe ich viel gelernt. Und Geschäftsführung und alles. Also ich habe mich für die Weiterbildung HFP entschieden, weil ich um Produktion den ganzen Mechanismus verstehen wollte und wissen, was dahinter alles ist und so können effizient mein Team führen. Ich denke, die Milchwirtschaft wird recht gross noch von der Digitalisierung geprägt. Das heisst aber nicht, dass wir weniger Fachleute werden brauchen, weil auch die beste Automation wird das Know-how über die Prozesse und das Qualitätsverständnis von einem gelernten Milchtechnologen nicht ersetzen können. Bei der Branchenentwicklung ist das etwas sehr Wichtiges. Nicht zuletzt, dass wir aufzeigen können, dass aber nicht mit dem Lehrabschluss, mit dem QV, die Karriere zu Ende ist, sondern dass man wirklich dementsprechend sich weiterbilden kann. Und es steckt gerade, wenn ich in Industriebetrieben tätig sind, nach Nägeln die ganze Welt offen. Ich habe von Leuten gehört, die auf Amerika sind, die in Südafrika sind und so weiter. Also da ist extrem viel Potenzial dahinter, wo man dann nachher mit so einer Ausbildung sich dann das Leben zurecht machen kann und auch etwas aus dem Beruf machen. Diplomanten, die wir heute diplomieren dürfen, gebe ich mit, dass sie einerseits sich laufend weiterentwickeln, auch wenn sie schon sehr eine gute Ausbildung jetzt abgeschlossen haben. Man darf nicht stehen bleiben im Leben. Andererseits, und das ist mir sehr, sehr wichtig, gebe ich ihnen mit, dass sie sich um einen Nachwuchs kümmern, Lernende ausbilden oder bei der Ausbildung mithelfen. Nur wenn wir diesen Job gut machen, ist die Zukunft von unserer Branche, und von unserem Handwerk und unserer Berufsgattung auch gesichert.